Hallo da draußen. Ich freue mich sehr, dass heute wieder Timmy und Franz bei mir sind, um über ein neues Deck zu reden. Das heißt, neu ist das Deck nicht. Es gibt es, glaube ich, jetzt schon seit 2, 3 Jahren. Es ist von meinem englischen Freund Stephen Bright, der eine riesengroße Internetplattform inzwischen hat, sehr bekannt ist, ein toller Künstler aus England, und der hat sein eigenes Tarot entworfen, das Spirit Within Tarot. Erstmal hallo, ihr beiden. Hallo. 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 Wisst ihr, was Spirit Within heißt? Geister in uns, oder so? Ja, Within ist im Inneren, ne? Und Spirit. Das Spirit gibt es nicht wirklich ein gutes Wort im Deutschen. Es ist entweder der Geist, wie du gesagt hast, oder die Seele. Na, also was wir Geisterseelen. Ja, was wir mit Spirit meinen, also ein Spirit kann auch tatsächlich ein Geist sein, ein Phantom, ne, aus wie wir es von Halloween her kennen, aber Spirit ist halt auch das, was uns im Leben antreibt, wie die Seele zum Beispiel. Mhm. Ne? Und ja, das sieht super aus hier. Wir haben den kopflosen Timmy und wir haben leider auch einen Wackelkontakt. Wir werden hier also mystisch hin und her schwingen. Das liegt zum einen daran, dass wir immer noch den rückläufigen Merkur haben. Und dass wir Spirit sind. Und dass wir einen Undachi heißt das Board. Wie heißen die Boards? Ein Spirit. Das heißt Udachi-Board oder so. Das ist nicht meine Spezialität, mit dem man Geister eigentlich rufen kann. Ne? kennt ihr aus dem Film Jumanji, Entschuldigung. Ja. Ne, da Jumanji. Kommt so ein Board drin vor. Und ich bin jetzt aber erstmal ganz neugierig auf das Spirit Within Tarot. Vielleicht packst du es aus. Ich habe es gerade erst frisch erhalten. Es ist noch eingepackt. Franz, mach doch mal das Teil auf. Ich habe an der Seite schon mal so ein klein bisschen was geöffnet, damit es leichter ist. Wow, da macht man aber keinen Spaß. Womit macht man keinen Spaß? Du hast schon das Unboxing ein bisschen versaut. Nein, du machst es ja vollkommen falsch, von daher ist alles richtig. Nein. Ja, gut. Genau, also das Spirit Within Tarot kann ich gleich mal erzählen. Das ist nur über Amazon erhältlich, kostet um die 20 Euro. Ich werde den Link nachher natürlich auch in die Shownotes stellen. Und mal sehen, ob sich die 20 Euro lohnen. Ja, es basiert auf dem Wade Smith. Jetzt sind wir leider wieder weg. Du darfst wirklich keine hektischen Bewegungen machen, Franz. Und vielleicht auch aufhören zu niesen. Darf ich das? Jetzt, ja, jetzt wirst du... Bitte mal sagen, was hältst du von der Verpackung? Ja, ich leider. Ich halte von der Verpackung, dass sie hübsch ist. Wir sind bald. Und sie sieht gut aus. Also sie glänzt. Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber sie glänzt. Ja, das sieht man. Mhm. Und sie fühlt sich auch gut an. Mhm. Sie hat einen schönen Typen auf dem Berg. Schönen Typen auf dem Berg. Mit einer Sonne. Ja, ich glaube, das soll der Eremit sein, die Karte. Hier ist auch noch ein Eremit. Hier nicht. Okay. Hier nicht, hier nicht. Ja, sie sieht schon sehr cool aus. Und sie hat auch diese Verpackung, ne, dieses Magnetische, ne, ja. Hat sie auch als Verpackung. Es wäre jetzt echt super, wenn du mal aufhörst zu niesen. Es tut mir leid. Geht mir total auf den Keks. Und wahrscheinlich bist du allergisch gegen dieses Deck, kann es sein? Wenn wir es aufschlagen... Jetzt hat er wirklich einen schönen... Ja, das sieht ja total lustig aus. Wenn wir es aufschlagen, da sehen wir Stephen, ne? Hier ist er abgebildet, so sieht Stephen aus. Und wie gesagt, er ist auch ein Fisch wie ich und er ist sehr kreativ. Also ein toller Künstler, dem ihr auch auf Facebook folgen könnt und auf Instagram. Also er macht da sehr, sehr viel. Der so. Erinnert mich an Papa. Ja, ein bisschen anders sieht er aus, finde ich. So, dann ist natürlich wie üblich ein Buch drin. Timmy, was hältst du von diesem Buch? Erzähl mal. Es ist klein. Es ist klein, es passt in die Verpackung sozusagen. Sonst lese ich größere Bücher. Ja, du bist so intellektuell, Timmy. Und es ist ein bisschen schwer aufzumachen. Mhm. Es ist halt's mal unter die Kamera, dann können das die Leute besser sehen. Ne? Also wir sehen, aber auf jeder Seite ist es sehr klein, aber auf jeder Seite gibt es eine Interpretation für die Karten. Ne? Das
ist natürlich alles auf Englisch. Das Deck ist nicht auf Deutsch erschienen. Und wir haben da ein paar Inspirationen. Und gibt es denn auch Legesysteme in dem Büchlein? Müsstest du mal ein bisschen weiter nach hinten schauen, ob da was zu sehen ist? Of course. There are Legesysteme. Ja, sehr schön. Aber man kann die Nummer 3 nicht richtig lesen, da das Buch... Ja, es ist geklebt, das Buch, und nicht gebunden. Die geklebten Bücher, die sind oft nicht so gut handlich. Es wird sicher beim öfteren Gebrauch relativ schnell kaputt gehen. Aber ganz ehrlich, wenn ihr euch mit Wade Smith auskennt oder mit anderen Tarots, dann braucht ihr auch, das ist echt nervig hier, dann braucht ihr auch kein anderes, braucht ihr das Buch gar nicht, weil die Karten natürlich sehr darauf abgezielt sind. Dann hol doch mal jetzt die Karten am besten heraus. Denkt dran, vorsichtig, damit wir hier nicht dem Wackelkontakt erliegen. Man merkt auch, wenn man das öffnet, dass hier eine Halterung drin ist mit so Bändern, die das hält. Ja, es ist wirklich ein sehr schön gemachtes Teil. Es ist herausgegeben von dem Red Feather Verlag in UK. Aber das ist ein Nachteil, dass die Federn immer dann rausfallen. Ja, ja, gut, da muss man halt drauf achten. Ne? Aber dieser Red Feathers Verlag, der Red Feathers Verlag bringt viele Tarot-Decks heraus und auch andere spirituelle Dinge. Und ihr seht, die Karten sind auch noch nicht benutzt. Ne? Macht doch mal bitte das Band ab, damit wir die Karten uns ansehen können. Und dann kannst du Timmy vielleicht auch eine Karte geben, damit, und mir auch eine, damit wir uns über die Qualität Gedanken machen können. Aber erstmal zeigst du uns hier die Rückseite. Genau. Die Rückseite. Was sehen wir denn auf der Rückseite? Menschen, die ganze Zeit einfach im Kreis stehen. Genau, es sind ganz viele Menschen. Die Karten sind beim ersten Mal schwer abhebbar, weil sie aneinander geklebt sind. Ja. Sie sind so ein bisschen wie so ein Mandala, haben wir hinten. Das ist wieder mal gut für das umgedrehte Kartenlegen. Ne? Zum umgedrehten Kartenlegen haben wir inzwischen ein Video online gestellt, das ihr euch unbedingt mal anschauen sollt, wie das ist mit der Arbeit. Aber tatsächlich, ist ein bisschen schwierig, die auseinanderzufalten. Da müssen wir jetzt alle mal was tun. Timmy, wie findest du die Rückseite? Ich finde die sehr schön, dass auch in dem Boden, also hier sind ja auch noch mehr Menschen und dann in dem Boden von denen sind noch mehr Menschen. Stimmt. Und im Hintergrund sind auch noch mehr Menschen. Es ist so unendlich. Ja, ist wie so ein Spiegelkabinett, ne? Das finde ich toll. Es ist also wirklich der Hinweis, wenn du dich in dieses Kartenspiel versenkst, dann gehst du tiefer und tiefer in dich hinein und lernst dich besser und besser kennen. Und es gibt aber gar kein Ende beim sich kennenlernen. Ne? Es gibt ganz viele tiefe Schichten da. Ich hier mit meinen kopflosen, ich meine den kopfvollen Kindern, Jugendlichen, was immer ihr seid. Ja, von daher müssen wir jetzt mal schauen, wie wir die Karten mischen. Ne? Soll ich das mal übernehmen? Ja. Oder vielleicht gucken wir uns auch erstmal die Vorderseiten an, bevor wir richtig mischen. Ne? Du hast hier als erstes die Karte der Narr. Ne? Das erkennt man daran, die Karte haben wir schon ein paar Mal gesehen, dass jemand am Abgrund steht mit einem Hündchen. Und das ist eine sehr lebensfrohe Karte, ne? Das ist auch eine kindliche Karte. Ich finde, in dieser Karte, da sieht man pure Lebensfreude. Wie seht ihr das? Ja, zeigt doch noch ein paar andere Karten. Die Hohepriesterin. Oh, die Hohepriesterin kommt hier sehr sexy rüber, ne? Also sie sitzt da so auf ihrem Stuhl mit fast hochhackigen Schuhen. Meinst du, du kannst die Karten mal so legen, dass man sie besser sehen kann? Weil so liegen sie immer direkt hinter mir. Das ist nicht so toll. Ich versuche mich mal auch noch mal ein bisschen anders zu setzen. Oh, ja, so ist besser. Genau, die Hohepriesterin sieht natürlich ziemlich cool aus. Vielleicht sagt ihr mir auch mal so ein bisschen, was ihr denkt über die Karten. Der Hierophant. Der Hierophant, das ist ein Lehrer, ne? Kann man sich gut vorstellen, hier den Lehrer. Als ihr noch in die Schule gegangen seid, sah sowas so aus, da war ein Lehrer vorne und die Kinder saßen und haben sich unterrichten lassen. Ne? Die meisten haben eher geredet, aber... Ich brauche kurz ein Taschentuch. Okay, ich habe keins hier natürlich. Ja. Und vielleicht blätterst du mal in der Zwischenzeit weiter, während der Franz sich ein Taschentuch sucht. Da muss er wahrscheinlich in einen anderen Raum für gehen. Und ihr seht, hier ist wirklich viel Trubel. Die sind wirklich sehr schwer, die auseinanderzusuchen. Ja, ne? Das ist, finde ich auch, das ist wirklich nicht leicht. Das hier sind die Liebenden zum Beispiel.
auch eine sehr schöne Karte. Aber was so toll an diesen Karten ist, finde ich, ist, dass wir immer diesen Schattenriss haben, ne? Also wir haben ja gar nicht so viel zu sehen auf den Karten, sondern wir haben immer einen Fokus auf einen Schatten und dahinter ein ziemlich einfacher Hintergrund. Und ich glaube, was das bedeutet, ist, dass wir reintreten sollen in diese Figuren und uns wie diese Figuren fühlen sollen. Ne? Deswegen Spirit Within. Also wie würdest du, Timmy, dich fühlen, wenn du jetzt zum Beispiel da in diesen Schatten reinsteigen würdest? Komm her, Franz. Oder wie würdest du, Franz, dich fühlen, wenn du in diesen Schatten steigst? In welchem Schatten? Na, die Bilder sind ja alles immer Schatten. Ach, ne? So. Und das habe ich gerade zu Timmy gesagt, das fordert uns eigentlich dazu auf, in diese Schatten hineinzutreten und dort etwas zu empfinden. Ne? Mhm. Deswegen dieses Spirit Within. Ach so, geistige Seele mit innen. Das in uns erforschen, was wir gemeinsam haben mit diesen Schattenwesen zu dem Thema, um das es uns gerade geht. Ja, wie gefallen euch denn die Bilder? Die gefallen mir gut. Ich habe gerade zufällig den Eremit, der auch sehr viel gemeinsam hat mit dem Deck. Genau, also das liegt daran, dass der Eremit im Tarot halt genau dafür steht, dass man eine Reise nach innen macht. Ja, dass man über sich selbst nachdenkt, indem man meditiert oder einfach zu Hause sitzt und vor sich hin träumt und sich überlegt, was will ich denn eigentlich mit meinem Leben machen? Und darauf basiert natürlich dann der Gedanke des Spirit Within, der Seele, die ich nach draußen tragen möchte. Ja, wir können natürlich jetzt noch viele Karten uns angucken. Wir haben jetzt hauptsächlich die großen Arkana betrachtet. Aber vielleicht machen wir es heute mal so, dass wir das ganze Deck nehmen und ich versuche die jetzt mal gut durchzumischen. Der Becher nochmal. Da sieht man auch, die Becher sind Schatten. Man könnte sich auch in die Becher versetzen. Stimmt, da hast du vollkommen recht. Der Fokus liegt hier auf den Bechern. Wofür standen die Becher nochmal? Für Wasser. Ja, und für welches Thema im Menschen? Geistig. Ja, Seele und Gefühl, ne? Die Schwerter stehen für die Luft und für alles, was mit mentalen, also mit Kopfthemen zu tun hat, mit Denken, mit Kommunizieren. Das Feuer steht für unseren Energiehaushalt, für den Wunsch, uns zu bewegen zum Beispiel, etwas zu wollen. Und dann haben wir noch die Erde, die steht für unser Taschengeld und alles, was wir gerne ausnehmen. Ich versuche gerade, die Karten so ein bisschen zu entkleistern. Also das ist wirklich eine Kritik hier. Ich glaube, dass die Karten auch schnell kaputt gehen können beim Mischen. Und Leute, ich habe noch eine Sache bei der Karte. Ja. Die habe ich nämlich getestet. Genau. Keine Spielkarte. Nee, die Qualität der Karten ist tatsächlich nicht optimal. Also ich würde sie vielleicht nicht zum Beraten nehmen, sondern eher so zum Inspirieren, wenn ich so eine Tageskarte mal ziehen möchte oder so, weil das geht schnell kaputt. Okay, Timmy, du darfst als Erster eine Karte ziehen. Man kann die nicht mehr richtig auseinanderfächern. Ja. Ja. Kritik. Wir sind nicht begeistert von der Qualität hier gerade. Also das Deck sieht gut aus, aber Qualität... Ja. Erst nach vielem Mitarbeiten kann man damit gut umgehen. So, pass auf. Versuch doch mal, die ein bisschen auszufächern, damit Timmy eine Karte ziehen kann. Hast du ein Thema, was du dir gerne angucken möchtest, Timmy? Ja, wie wird der Tag morgen? Wie wird der Tag morgen? Gute Idee. Was kann ich tun, damit der Tag morgen gut wird? Das kannst du fragen und Timmy fragt, wie wird der Tag morgen? Das ist beides möglich. Was kann ich, Franz Bu, dafür tun, dass der Tag morgen gut wird? Ja, und Timmy zieht eine für die Frage, wie wird der Tag? Und ich ziehe eine, wie wird nachher mein Live-Gang? So, und dann bin ich ganz gespannt, was wir gezogen haben. Okay, möchtest du mal, Timmy, als Erstes deine Karte so hinlegen, dass sie alle sehen können? Leute, die Sonne. Das ist ja eine coole Karte. Da sieht man Stonehenge. Genau. Was ist ein Stonehenge nochmal? Stonehenge, dieses Steingebirge. Ja, was wollte Timmy sagen? Ja, dass das ein Steingebirge
Warte, was hast du gesagt? Steingebäude? Nein, eine Steinmauer. Das ist ein Steinkreis. So. Ja, aber du bist genau in der Mitte dieses Mandalas gerade. Sieht super cool aus. Ich bin das Mandala. Also ein Steinkreis sehen wir da, eine Sonnenanbetung. Stonehenge ist dafür bekannt, dass zu Beltane um den 1. Mai herum immer die dass da Feierlichkeiten sind, dass es auch um Sonnenanbetung geht. Und die Sonne sagt einfach, dass es eigentlich ein ziemlich cooler Tag für dich werden muss. Und Stonehenge erinnert mich ein bisschen an eine Sonnenuhr. Mhm, genau, das ist das, was ich gerade versucht habe zu erzählen. Aber stimmt, hast du recht, ne? Mach mal morgen Yoga, dann geht es dir morgen super. Und was soll Franz tun, damit es ihm morgen gut geht, damit es ein guter Tag wird? Kämpfen. König der Schwerter. Alle Menschen erstechen? Du sollst dein Hirn benutzen, sagt die Karte. Und mit deinem Hirn etwas anfangen. Dann wird es ein richtig guter Tag. Ich habe da auch so persönlich ein paar Ideen, wie das nicht sein könnte. Ich habe da keine Ideen. Ja, wir können darüber nachher nochmal reden, wenn wir hier fertig sind. Mandala. Ja, das ist jetzt echt irre. Ja, und ich habe für meinen Live-Gang auch eine interessante Karte gezogen. Nämlich den Tod. Du bist gleich tot. Ja, ich glaube eher, ich habe ja heute vor, mal mit anderen Karten als sonst meinen Live zu machen. Das sehe ich mit dem Tod. Und auch, ja, wer weiß, ob es mit der Technik klappen wird. Das werden wir dann nachher feststellen, wenn ich wieder online bin. Auf jeden Fall, ich finde die Bilder einfach gut. Ne? Also ich glaube, auch ihr in eurem Alter könnt was mit den Bildern anfangen und habt Assoziationen. Von daher ein Deck, das gut auch für jüngere Menschen geeignet ist und so eine kleine Inspiration bringt. Ja, ich denke, das reicht auch. Ne? Ihr habt so ein bisschen einen Eindruck von dem Deck bekommen. Ich werde damit sicher auch nochmal arbeiten auf irgendwelchen Videos. Und möchtet ihr noch was sagen? Ich würde dann sagen, Glocke aktivieren. Die Glocke aktivieren. Liken und wenn euch das Video gefallen hat und wenn es euch nicht so gut gefallen hat, wenn ihr noch Verbesserungsvorschläge habt, könnt ihr einen Kommentar da lassen. Ganz genau. Und ich würde mich in dem Zusammenhang auch bedanken. Wir haben in den letzten Wochen, 6 Wochen, nochmal 100 neue Abonnenten bekommen. Wir sind jetzt also über 200 Abonnenten. Das ist, finde ich, schon eine gute Leistung. Wir brauchen natürlich noch ein bisschen, um in die Tausender zu kommen, aber da kommen wir auch noch hin, vor allem dank so cooler Begleitung wie Timmy und Franz, die euch ja immer gut gefallen. Gut, ihr Lieben, jetzt muss ich auch anscheinend zum Backen. Wir sehen uns wieder, macht's gut und bis ganz bald. Tschüss! Tschüss!